Hallihallo, herzlich willkommen zu diesem heute etwas provokanteren Video, wo es um die Frage geht, warum du mit Affiliate Marketing bei der Bewerbung von Digistore24 Produkten scheiterst. Vier Gründe gibt's, warum du scheitern wirst, und ich werde dir aber auch ganz genau sagen in diesem Video, was du tun musst, damit du nicht scheiterst. Warum scheitern Leute im Bereich Affiliate Marketing? Affiliate Marketing ist ja eigentlich eine relativ einfache Sache. Du brauchst so gut wie kein Startkapital, zumindest wenn du das jetzt vergleichst mit anderen Geschäftsmöglichkeiten, wenn du jetzt ein Startup gründest oder so. Du hast im Prinzip bereits fixfertige Produkte, die du bewerben kannst, wo du dich selbst nicht mal irgendwie um Werbemittel kümmern musst. Das ist alles bereits fix und fertig da. Das liefert dir dein Vendor, je nachdem, was für ein Produkt du halt bewerben willst. Und wenn du dir jetzt also auf Digistore24 so ein Produkt ausgesucht hast und das dann auf Facebook bewirbst, in den Facebook-Gruppen, dann scheitern sehr viele. Und zumeist gibt es vier Gründe, warum Leute mit Affiliate Marketing scheitern. Grund Nummer eins ist: Die Leute bieten zu wenig Mehrwert. Das große Problem, ja, das große Missverständnis, das nach wie vor vorherrscht, ist, dass Leute glauben, dass es bei Affiliate Marketing ausschließlich nur darum geht, dass sie einfach irgendwo ihre Links posten, vielleicht noch ein Bild dazu posten und dann in Gottes Namen hoffen, dass der Vendor seinen ganzen Funnel so geschickt aufgebaut hat, dass das Ding einfach konvertiert. Aber so funktioniert das heute nicht. Du musst als Affiliate Marketer, wenn du Empfehlungsmarketing machst, und nichts anderes heißt das, Empfehlungsmarketing, ja, oder auch Informationsmarketing, ja, musst du hergehen und musst den Leuten auch wirklich einen Mehrwert bieten. Und Mehrwert heißt eben, dass du ihnen bewusst etwas empfiehlst, weil du selbst davon überzeugt bist, oder aber eben, dass du sie informierst, ja, informierst mit Mehrwert, dass du sie beispielsweise über die Vor- und Nachteile eines Produktes aufklärst. Ja, das, was man immer wieder in den Facebook-Gruppen sieht, ist, dass irgendjemand so ein Bild zusammengeschustert hat oder irgendwo hergenommen hat, dann schreibt er den Link dazu, dann schreibt er hier das einzigartige Produkt mit bla bla bla, kaufen Sie jetzt, Rufzeichen. Nee, das reicht so nicht aus. Und jetzt werden sich viele von euch fragen, naja, was wäre dann jetzt die Möglichkeit, wie könnte man das denn lösen? Ich möchte dazu ein Beispiel aus meiner eigenen Geschichte hernehmen. Ich habe mal ein Produkt beworben, das Affiliate-Chatbot-Business, und da hatte ich tatsächlich über einen sehr langen Zeitraum eine Click-Sale-Quote von 17 zu 1. Das heißt, 17 Leute haben auf den Affiliate-Link geklickt und einer hat gekauft. So, wie habe ich das gemacht? Im Grunde genommen habe ich nichts anderes gemacht, als dass ich ein Posting verfasst habe, indem ich gesagt habe, pass auf, 17 klicken, einer kauft, mit diesem kleinen Facebook-Trick wird das möglich. So, dann haben ziemlich viele Leute kommentiert, ich habe wiederum geantwortet, und dann bin ich aber nicht hergegangen und habe den Leuten einfach den Affiliate-Link geschickt, sondern ich habe ihnen den Link zu einem Blogartikel von mir zu diesem Produkt geschickt, wo ich eben sehr viele Vor- und auch Nachteile zum Messenger-Marketing beschrieben habe. Das heißt, jemand konnte sich dort wirklich informieren über das Produkt und allgemein über Messenger Marketing und konnte dann selbst abwägen, okay, gut, das klingt eigentlich soweit ganz gut, probiere ich. Und manche werden auch gesagt haben, nee, ist mir eigentlich, hat mir zu viele Nachteile, mache ich nicht. Aber ich habe ihnen einen Mehrwert geliefert, und das ist der springende Punkt. Und genau da müssen wir auch wieder hin, da müsst ihr wieder hindenken, weil das Problem, was wir heute haben, ist, dass euch viele selbsternannte Online-Marketing-Gurus erzählen, ja, du brauchst überhaupt keine Website, du brauchst nur dein Smartphone und kannst 150 € am Tag verdienen, aber das ist Bullshit. Nein, es reicht nicht aus. Du musst den Leuten einen Mehrwert bieten. Ja, es reicht nicht aus, wenn du jemanden zusiehst, der vor einem Lamborghini steht und toll erzählt, was nicht alles möglich ist mit Affiliate Marketing. Du musst den Leuten einen Mehrwert bieten und ihnen einen triftigen Grund liefern, warum sie das Produkt, das du empfiehlst, auch wirklich kaufen wollen. Na, und das funktioniert nicht, indem du marktschreierisch nach draußen gehst und sagst, kauf das Produkt, das ist so toll, ich hab's auch, und dann irgendwelche gefakten Screenshots schickst mit irgendwelchen Einnahmen, die utopisch sind, wo sich dann meistens im Nachhinein sowieso herausstellt, dass die Screenshots gefälscht sind. Nein, die Leute wollen informiert werden. Und das ist Fehler Nummer eins, dass einfach der Mehrwert fehlt. Du kannst natürlich hergehen, ja, du kannst in diesen Facebook-Gruppen deine Links posten, ja, und irgendwelche selbstgemachten Bilder dazu und irgendwelche reißerischen Verkaufstexte dazu schreiben. Ja, wenn du diesen Weg weitergehen willst, kann durchaus den einen oder anderen Sale immer wieder mal bringen, ja. Aber so, wie gesagt, funktioniert das im Regelfall nicht, weil wenn du eine wirklich gute Quote
haben willst, dann musst du die Leute so in deinen eigenen Funnel sozusagen führen. Und das kann zum Beispiel mit einem eigenen Blogbeitrag funktionieren oder, das ist noch eine andere Möglichkeit, mit einem eigenen YouTube-Video. Und wenn du jetzt sagst, ja, okay, YouTube, aber ich will eigentlich nicht vor die Kamera und ich will ja keine eigenen YouTube-Videos machen, auch kein Problem. Gibt sehr viele Marketer und ich bin einer davon, die auch ihre Affiliate-Videos, ihre YouTube-Videos zur Verfügung stellen. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt die Cash Cow, ja, ein aktuelles Produkt von mir mit 15 Stunden Content, wo ich genau erkläre, wie Affiliate Marketing 2.0 in diesem Jahr funktioniert. Und da gibt es Videos, Bewerbungsvideos für meine Affiliate-Partner, die kannst du nehmen und kannst sie auf deinen eigenen YouTube-Videokanal stellen und fügst dann einfach in der Videobeschreibung deinen Affiliate-Link dazu. Konvertiert 1A, habe ich auch schon ausprobiert. Ja? Also ist eine sehr gute Möglichkeit, wo du halt Leute eben über ein Produkt informieren kannst. Ja? In dem Fall sind das halt Videos, die dann von mir sind, aber das ist ja völlig egal. Ja? Der Mehrwert ist da, die Leute kaufen es. Ne? So, also diese Möglichkeiten gibt es. Wie gesagt, ganz egal, wie du das angehst, biete immer einen Mehrwert. Grund Nummer zwei, warum Leute mit Affiliate Marketing scheitern: Sie liefern zu wenig Traffic. Vor kurzem habe ich einen Post gesehen, wo einer geschrieben hat: Ich habe 192 Klicks gemacht über Digistore und keinen einzigen Sale. Also, pass auf, Bursche. 192 Klicks, das ist keine statistisch relevante Zahl. Ja, also ich meine, wenn du mal 1000 Klicks geschickt hast, ja, und keinen Sale hast, okay, dann können wir gerne drüber reden, dann machst du irgendwas anderes falsch. Aber 192 Klicks, natürlich, wenn du dann jetzt einen Sale hast, dann würde ich auch sagen, das ist eine viel zu schlechte Quote, ist überhaupt kein Thema. Ja, aber das ist keine statistisch relevante Zahl. Ja. Ich habe Affiliate-Partner gehabt in der Vergangenheit, die haben mir erzählt: Du, pass auf, ich habe ungefähr 5000 Klicks hingeschickt, dann habe ich erstmal einen Sale gehabt und dann ist mir der Knopf aufgegangen und ich habe gemerkt, oh, ich musste da eine Kleinigkeit umstellen. Jetzt habe ich aber eine Quote von 100 zu 1. Na, schaut schon anders aus dann, ja. Aber Leute, nochmal: 192 Klicks, das ist statistisch nicht relevant. Möglicherweise hat er aber vorher dann auch schon den Fehler gemacht und hat eben zu wenig Mehrwert geliefert, ja. Alles, was unter 500 Klicks hat, will ich gar nicht drüber diskutieren. Wenn du mal 500 Klicks hast und du hast keinen Sale, gut, dann schauen wir uns an, was du falsch gemacht hast. Dann wird mit Sicherheit einiges zu regulieren sein. Aber letztendlich kommt es natürlich auch darauf an, wie teuer ist denn das Produkt, das du da empfiehlst. Ist es ein Hochpreisprodukt? Klar, da brauchst du natürlich logischerweise mehr Klicks, ist klar. Oder ist es ein 20-Euro-Produkt? Naja, also dann würde ich sagen, ist die Quote 192 zu 1 sicherlich sehr, sehr schlecht, ne? Also bei diesen kostenlosen Büchern zum Beispiel, die da oft angeboten werden, wo nur die Versandkosten gezahlt werden, also da hat man normalerweise im schlechtesten Fall, sage ich mal, eine Klick-Sale-Quote von 20 zu 1. Ja? Und das ist schon relativ schlecht. Ja? Bei Hochpreisprodukten, wenn wir von 300, 400 € Produkten sprechen, na, da kann es dann schon mal sein, natürlich, dass du bei 200 zu 1 bist oder sogar noch schlechter. Das ist aber völlig normal. Wie gesagt, kommt drauf an, was du bewirbst, aber statistisch relevante Zahl ist 192 Klicks ganz und gar nicht. Grund Nummer 3: die falsche Trafficquelle für das Produkt. Viele Leute werben also in Facebook-Gruppen, ne? Und ja, ich bringe jetzt mal ein ganz überspitztes Beispiel, aber wenn du angenommen für eine Männer-Dating-Seite auf einer Seite wirbst, die hauptsächlich von Frauen frequentiert wird, ja, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, ja. Ganz dummes Beispiel jetzt. So blöd wird wahrscheinlich keiner sein, oder doch? Naja. Also, schau dir immer genau an, woher kommen deine User. Ja? Es gibt bestimmte Gruppen zu bestimmten Bereichen. Ich bleibe jetzt kurz mal im Bereich Dating. Da kannst du mit diesem Klientel nicht wirklich viel anfangen. Also, es gibt zum Beispiel die Facebook-Gruppe Trafi Singles. Ja, das sind alles drogenabhängige, maximal 18-, 19-Jährige. Ja, die sind vielleicht Singles, ja, das ist schön und gut, aber ich meine, was willst du mit drogenabhängigen 18- bis 19-Jährigen? Das sind nicht die idealen Kunden, das sind keine Kunden, die sich fortbilden wollen oder die Ratgeber kaufen wollen. Wahrscheinlich haben sie nicht mal das Geld dafür. Also vergiss es einfach, ja. Da musst du die Trafficquelle wechseln, wenn es nicht funktioniert. Und so ist es ja auch beim Thema Geld verdienen im Internet. Allein wenn du dir anschaust, was da für Leute in diesen Gruppen sind, ja, das sind ja teilweise gescheiterte Existenzen, ja, die diskutieren mit dir rum, dass sie sich einen Ratgeber für 49 € nicht leisten können oder wollen oder meinen dann: Hey, ich habe aber schon eine vierstellige Summe bei Sideshiripur gelassen. Ja, Pech!
bitte, dann lass es doch einfach, ja. Aber halt dich nicht mit solchen Leuten auf, ja. Such dir wirklich nur die Besten der Besten. Versuch nicht die dümmsten Leute für dich zu gewinnen. Versuch wirklich die intelligentesten zu überzeugen. Das ist mein persönliches Credo und dann kriegst du auch viel bessere Kunden. Also mit solchen Leuten würde ich mich überhaupt nicht irgendwie auf Diskussionen einlassen. Das sind höchstens Leute, die dann den nächsten 1500%-Bonzis nachjagen und die landen dann sehr oft in der Schuldnerberatung. Ja? Aber das ist nicht das Klientel, auf das du dich stürzen solltest. Da musst du auf jeden Fall eine gewisse Selbstachtung auch mitnehmen und dir einfach auch selbst sagen, du bist zu gut für diese Leute. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du bist zu gut für diese Leute. Du musst nicht jedem ein Produkt empfehlen. Ja? Selektier ein bisschen aus, wen du was empfiehlst. Ein kleiner Tipp am Rande. Grund Nummer 4. Das Produkt, das du bewirbst, ist verbrannt. Entweder, weil es über einen gewissen Zeitraum fast jeder zweite oder dritte gefühlt beworben hat und einfach die ganzen Timelines voll sind mit diesem Produkt. Oder aber, oder und, wenn es auf mehr oder weniger unseriöse Art und Weise beworben worden ist. Sehr schönes Beispiel hier, ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, die Geldmaschine. Also ich habe die Geldmaschine nie aktiv beworben, weil ich einfach eine Zeit lang gemerkt habe, hoppla, das bewirbt jeder zweite, dritte. Ich wollte es gar nicht werten, das Produkt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Ja? Das ist eigentlich nicht der Punkt gewesen. Aber wenn das jeder dritte, vierte bewirbt und dann gibt es schon die ersten Meldungen, das ist eigentlich der totale Scheiß und andere sagen wiederum, hey, das ist eigentlich ganz gut. Und dann merkst du aber, dass die, die sagen, das ist ganz gut, in Wirklichkeit nur Affiliates sind. Während die, die sagen, hey, das ist ein Scheiß, nur die Käufer waren, na, dann weißt du schon, was es geschlagen hat. Ne? Also immer auch schauen, dass ein Produkt noch eine gewisse Aktualität mit sich bringt. Und dass sich die Leute nicht daran satt gesehen haben oder mittlerweile so angepisst sind von der Art und Weise, wie es beworben worden ist, dass es sowieso keiner mehr kaufen will. Ja. Also dann lieber ähnliche alternative Produkte bewerben, die aber nicht so stark beworben werden. Das ist zumindest meine Taktik. Ja, ja, das waren 4 gute Gründe und zu guter Letzt möchte ich dir vielleicht noch Folgendes mitgeben. Nämlich die Frage, die sich sehr viele wahrscheinlich von euch stellen werden. Ist es normal zu scheitern? Ja, definitiv. Es ist sogar normal zu scheitern. Ja. Das Problem ist aber, dass wir in einer sehr komplizierten Welt leben. Ja. Und ich habe ja schon andere Videos zu dem Thema gemacht. Und heute ist es halt so, dass dir sehr viele Leute oft nicht die Wahrheit sagen. Ja. Und das ist eben auch der Grund, warum wir diesen sehr umfangreichen Kurs, die Cash Cow, gemacht haben, wo ich dir in 15 Stunden exklusiven Video-Content genau erkläre und zeige, welche Strategien funktionieren, um im Internet Geld zu verdienen. Aber da geht es nicht nur um Kurzzeitstrategien, wie du schnell Geld verdienen kannst, sondern es geht auch darum, wie du seriös und sicher dein Business aufbauen kannst. Und obendrein helfe ich dir übrigens noch beim Geldsparen, ja, weil da gibt es nämlich auch einige sehr interessante, gute Tipps in diesem Kurs. Und das ist eigentlich ein Kurs, der meiner Ansicht nach am Markt wirklich gefehlt hat. Und ich habe mir viele Kurse angesehen in den letzten Jahren und wir haben jetzt sicher ein gutes halbes Jahr daran gearbeitet. Und diesen Kurs, den kannst du dir zum Pre-Launch-Preis sichern und da kriegst du wirklich sinnvolle, handfeste Tipps, Strategien und Affiliate-Hacks, wie du dein Geschäft aufbauen kannst, wie du relativ schnell im Internet mit Affiliate-Marketing 2.0 Geld verdienen kannst und zwar seriös und sicher. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Unten, wie gesagt, habe ich den schönen Link platziert zur Cash Cow mit einem schönen Spezialpreis für dich. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen und bis bald. Ciao.